Weltweit finden Proteste gegen den Krieg in der Ukraine statt, selbst in Russland, wo sie von Sicherheitskräften ja allerdings brutal beendet werden. Ein ganz anderes Bild in Berlin zum Beispiel. Mindestens 100.000 Menschen kamen bei strahlendem Sonnenschein zusammen, um ein deutliches Zeichen gegen Krieg und Gewalt zu setzen. Aufgerufen hat ein breites Bündnis aus der Mitte der Gesellschaft. Es kommen immer mehr. Schon früh wird deutlich, das Wort Großdemonstration ist nicht mehr der richtige Ausdruck. Es haben sich Hunderttausende versammelt. Wie hier in Berlin gehen sie auf die Straße, um deutlich zu machen, wir sind gegen den Krieg. Wir fühlen uns natürlich alle in einer gewissen Art und Weise hilflos, aber wir können nicht direkt dorthin gehen und irgendwas tun. Ja? Aber wir können internationalen Zeichen setzen, dass es uns nicht egal ist und dass wir nicht zu Hause bleiben. Natürlich macht mir das wahnsinnig Angst für meine Kinder, vor allen Dingen für meine Familie, aber auch insgesamt. Da sterben Menschen. Da sterben Menschen, da läuft Krieg. Das ist keine Schutzmaßnahmen. Der Krieg in der Ukraine ist besonders für diejenigen emotional, die Angehörige und Freunde vor Ort haben. Da ist es schwer, rational zu bleiben. Das merkt auch die Dolmetscherin Katharina, als sie im Live-Fernsehen die Rede von Präsident Zelensky übersetzt. Ukrainer, wir wissen ganz genau, was wir verteidigen. Слава кожному нашому солдату. Слава Україні! Entschuldigung. Die Eltern von Katharina leben in Lviv, einer Stadt im Westen der Ukraine. Was ihr bei den Bildern aktuell durch den Kopf geht, ist für sie schwer zu beschreiben. Ich habe auch Schuldgefühle, weil ich nicht da bin, aber ich bin auch stolz, weil ich sehe, wie die Ukrainer sich zusammenschließen, wie die Stärke zeigen, wie die Mut zeigen und wie die Verantwortung zeigen und übernehmen für das eigene Land. Verantwortung will auch Deutschland übernehmen und zeigt eine Welle der Hilfsbereitschaft. Im Internet gibt es immer mehr Geld- und Sachspendenaufrufe. Vor der ukrainischen Botschaft in Berlin wird seit Tagen ein Blumenmeer immer größer. Es ist für viele ein Weg, der Ukraine zu zeigen, wir stehen an eurer Seite.